Hi und damit willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Vanews hier auf dem Channel. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wie jede Woche schauen wir uns gemeinsam an, was hat sich erst alles Spannendes in der Tech-Szene ereignet. Dann kommen wir zu den Vanews, was hier im Vanlife abging. Vorab schon mal, wir sind aktuell in Kroatien mit meiner Schwester und ihrem Freund zu viert hier unterwegs. Im Van ist ein bisschen eng, aber geht auch. Dazu gleich mehr. Jetzt erstmal ganz viel Spaß mit den Tech-News. Genaue Quellen wie immer bei Cashys Blog in der Videobeschreibung verlinkt. Seit dem 1. April kann man den neuen Roborock S7, das jüngste Modell aus dem Hause Roborock, welches sehr eng zusammenarbeitet mit Xiaomi, auf eBay kaufen und jetzt ist das Ganze auch offiziell auf Amazon verfügbar. Der Startpreis lag ja bei 499 Euro als Angebot sozusagen, aber das Angebot war relativ schnell weg, dementsprechend ist der normale Preis jetzt schon wieder von 549 Euro aktuell aktiv, Link natürlich in der Videobeschreibung. Der neue Roborock S7 hat es wirklich in sich, ist aktuell wahrscheinlich der beste Roborock auf dem gesamten Markt, denn die Wischfunktion wurde nochmal deutlich verbessert, dementsprechend hebt der Roborock jetzt diesen Wischaufsatz automatisch an, sobald er einen Teppich erkennt und ja, das Ganze ist im Vergleich zu den Vorgängern nochmal deutlich überarbeitet worden. Der Preis ist definitiv nicht ganz günstig mit 549 Euro. Ich selbst würde jetzt auch sagen, man könnte problemlos noch den Mi Robot beispielsweise der ersten Generation, welcher ja auch von Roborock produziert wurde, noch problemlos empfehlen. Oder auch den S5, den gibt es ja jetzt auch schon deutlich günstiger. Ja, Meinung gerne in die Kommentare. Nutzt ihr selbst Saug- und Wischroboter? Ich selbst, als ich noch in einer Wohnung gewohnt habe, habe immer einen gehabt, war immer super zufrieden. Jetzt im Van natürlich macht das Ganze keinen Sinn. Aber ja, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Vergangene Woche habe ich euch ja noch davon berichtet, dass Sony endlich neue Smartphones mal wieder vorstellen wird. Und zwar neue Produkte der Xperia-Reihe und es sind gleich 3 Stück an der Zahl. Dabei bietet die 1er-Version das Flaggschiff-Modell, bestückt mit einem Snapdragon 888, der aktuelle Flaggschiff-Prozessor, 12 GB Arbeitsspeicher plus 512 GB interner Speicher. Insgesamt kommen 4 Hauptlinsen zum Einsatz, 12 Megapixel Weitwinkel, 12 Megapixel Telekamera, 12 Megapixel Ultra-Weitwinkelkamera und eben diese Periskop-Bauweise. Dank dieser Periskop-Bauweise habt ihr entweder 70mm oder 105mm, was dann entsprechend der Blende von 2,3 bzw. bei 105mm dann 2,8 entspricht. Es wurde ein 6,5 Zoll großes AMOLED-Display mit 4K-Auflösung und 120 Hertz verbaut. Die Touch-Up-Tastrate liegt hier dann sogar bei 240 Hertz. Die bisschen kleinere Variante, also die 3er-Version, kommt dann hier mit einem abgespeckteren Display, keinem Wireless-Charging bzw. sogar auch noch Reverse-Wireless-Charging. Der Akku ist übrigens mit 4500 mAh gar nicht mal so groß, wie ich finde. Für ein Smartphone mit einem solch gigantischen Display und 120 Hertz und auch noch 4K-Auflösung und wie gesagt auch bei der kleineren Variante ist dann halt nur noch die Full-HD-Auflösung dabei, aber auch hier liegen 4500 mAh zur Verfügung. Zeitlupenvideos könnt ihr mit dem Gerät in 4K bei 120 FPS aufnehmen, was wirklich extrem krass ist. Es gibt auch noch einen eigenen Kamera-Button bei diesem Gerät. Sony hat das Ganze so ein bisschen mit der Sony Alpha-Serie verglichen, finde ich dann noch ein bisschen übertrieben. Braucht ihr so einen Kamera-Button bei einem Smartphone? Früher fand ich es immer ganz cool, mittlerweile muss ich sagen, ist eigentlich total unnötig, aber ja, eure Meinung dazu gerne mal in die Kommentare. Glaubt ihr, Sony-Smartphones sind sowieso tot und die werden komplett floppen oder glaubt ihr, die Teile werden nochmal durch die Decke gehen? Preise sind aktuell noch nicht bekannt. Insgesamt sind 3 Farbvarianten zur Verfügung. Das sind die aktuellen News dazu. DJI hat eine neue Drohne vorgestellt und zwar die R2 S. Zu haben ab 1000 Euro. Ganz schöner Haufen Geld. Die Fly More Combo gibt es dann ab 1300 Euro. Wir schauen uns mal kurz die Specs gemeinsam an. Die maximale Flughöhe liegt bei 5000 Metern, 31 Minuten Akkulaufzeit bei Windstille. Das Besondere bei dieser Drohne, der 1 Zoll große Kamerasensor, welcher effektiv 20 Megapixel leistet. DJI sagt laut eigener Aussage, mit der neuen Mastershot-Funktion lassen sich wirklich einfach kinoreife Kurzfilme erstellen. Hier lässt sich aus einer Vielzahl von Funktionen auswählen. Außerdem ist auch noch Focus Track dabei, Quick Shots, Hyperlapse. Alle Modi sind sozusagen nochmal verbessert worden, klar, wie es halt immer so ist. Bei der Fly More Combo sehen wir zusätzlich 2 Akkus, also insgesamt dann 3, einen ND-Filter, eine Ladestation und eine Umhängetasche. Das Ganze ist relativ ähnlich gehalten wie auch bei den Vorgängermodellen. Meinung dazu in die Kommentare, was sagt ihr dazu? Nicht wundern, dass hier jetzt auf einmal eine Katze ist, die ist irgendwie an dem Stellplatz, wo wir hier gerade sind. Ja, immer bei uns. Ich habe jetzt auch nochmal eine Unterlage drunter, denn die krallt so ein bisschen die ganze Zeit. Sonst macht sie meine Hose kaputt. Und damit würde ich auch schon sagen, kommen wir direkt zu den Vanews. Was ging die Woche im Vanlife ab? Also wir sind aktuell jetzt
unterwegs zu viert im Van, ist ein bisschen eng. Meine Schwester und ihr Freund kamen uns hier besuchen, denn die waren auch gerade in Kroatien und mit denen haben wir uns jetzt für eine Woche getroffen oder sind gerade noch am Rumreisen zusammen, sind aktuell auf der Insel Korčula. Wem das Ganze was sagt, ist so 1,5 Stunden von Dubrovnik weg, circa. Ja, was haben wir erlebt? Wir haben ein super nettes Schweizer Pärchen kennengelernt hier auf der Insel. Mit denen haben wir 2 Abende verbracht. Die haben uns eingeladen zu sich, mit denen haben wir gegrillt. Die leben hier völlig isoliert am Ende der Insel, wo kein Mensch lebt, auf ihrem kleinen Grundstück, was sie sich 2002 gekauft haben. Und wir haben da zufällig über Park for Night in der Nähe einen Stellplatz gefunden und ja, war einfach ein mega witziger Abend. Ich war am selben Tag noch Spearfischen wieder, es gab frischen Tintenfisch abends und auch sonst ein paar frische Fische. Für heute ist geplant, ihr seht, das Wetter ist nicht mehr ganz so gut heute, ein Tag ein bisschen bewölkter. Wir werden jetzt gleich hier an unserem neuen Stellplatz mal ein bisschen wandern gehen, 3-4 Stunden, schauen uns mal die Gegend ein bisschen an. Ich war gestern Abend auch noch mal hier im Meer Spearfischen, 2 Stunden und Freediven. Wieder ein bisschen was gefangen, das werden wir wahrscheinlich heute Abend dann essen. Ansonsten gab es bei uns gestern Abend noch leckeren Burger, genau. Und ja, das sind eigentlich so die Pläne für die nächsten Tage. Wie es dann genau weitergeht, wissen wir auch noch nicht. Wir wissen auf jeden Fall, wir bleiben jetzt noch einen Tag bei diesem Stellplatz hier und dann geht es für uns schon weiter zum nächsten. Wo genau das dann aber sein wird, haben wir aktuell noch keine Ahnung. Die Bucht hier ist auch wieder wunderschön. Das Wasser in Kroatien ist wirklich traumhaft klar, gerade zum Schnorcheln, Tauchen und so weiter. Ein absoluter Traum, auch wenn es jetzt aktuell noch nicht ganz so warm ist. Aber mit den Neoprens geht das auf jeden Fall klar. Ansonsten haben wir uns so ein bisschen in die Katze hier verliebt, wie ihr sehen könnt. Die ist mega zutraulich, lässt sich überall streicheln, ist ganz lieb. Und wir wissen nicht, ob die jemanden gehört, aber hier ist eigentlich niemand, weil hier komplette Off-Season ist. Alle Häuser sind leer, Restaurants, wenn es hier überhaupt welche gibt. Ein Restaurant gibt es hier, aber hier steht alles leer. Ich blende euch gerade mal noch einen Shot ein, wie der Strand so ein bisschen hier aussieht. Dementsprechend ist hier alles verlassen. Ja, mal gucken, meine Schwester hat eine Katzenallergie, mitnehmen können wir die nicht, aber früher oder später werden wir für den Van wahrscheinlich auch eine Katze irgendwie organisieren, denn wir wollen eigentlich beide eine. Und die hier hat uns nochmal gezeigt, wie schön Katzen sein können. Ich würde sagen, das war es auch schon wieder mit der heutigen Ausgabe der Van News. Schön, dass ihr wieder mit dran geblieben seid. Meinungen oder Fragen in die Kommentare, falls irgendwas offen geblieben ist. Und ansonsten bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns schon beim nächsten Video. Like und Abo nicht vergessen, folgt mir auch gerne auf Instagram, RealVanX oder schaut auf unserem Reisekanal Van Explorer vorbei, um die ganze Reise hier mitverfolgen zu können. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Na? Ciao, ciao.